Hallo Freunde, hier spricht der Callcenter-Crusher. Heute zwei Anrufe. Die erste Betrügerin war schon mit den einfachsten Umgangsformen überfordert und auch die zweite Betrügerin konnte weder den Namen aussprechen, noch kannte sie den Unterschied zwischen in 2 Wochen und für 2 Wochen. Sie gab dann auf und verband mich mit dem Vorgesetzten, der alles noch schlimmer machte. Und mir wurde am Schluss mit einer Anzeige gedroht. Ihr dürft mal raten, ob ich angezeigt wurde. Viel Spaß mit den Anrufen. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? 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 Hallo, spreche ich mit Herr Klaus? Herr Klaus? Klaus ist der ja. Vorname. Klaus Klebe. Ja, das ist richtig. Was? Das ist richtig. Ich rufe an über eine Registrierung, das Klaus hat gemacht, über Online-Investitionen. Ja, wann habe ich die gemacht? Über Online-Investitionen. Nein, die Frage war, wann ich die gemacht habe. Moment. Vor ungefähr einer Stunde. Nee, das ist nicht wahr. Was? Das stimmt nicht. Du bist Klaus, ja? Ich bin nicht ich, nicht du, sondern sie. Wir kennen uns mich ja nicht und deswegen duzen Sie mich bitte nicht. Wann kann ich mit Klaus sprechen? Ich bin Klaus. Verstehen Sie kein Deutsch? Ja. Ja, Sie verstehen kein Deutsch. Ja, ich merke das. Es tut mir leid über mein Deutsch. Ja, also, wann habe ich mich da registriert? Sie sagten vor einer Stunde, das kann nicht sein. Vor einer Stunde war der Rechner noch gar nicht an. Okay, kannst du Englisch? Nein, nein, kann ich nicht, weil nicht du, sondern sie. Können Sie Englisch? Okay. Danke. Bitte. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, ich spreche mit dem Herrn Gerhard Lübenge, ja? Wer bitte? Spreche ich mit dem Herrn Gerhard Lübenge, ja? Ja, das ist richtig, Geier heißt das. Okay, Entschuldigung. Ich heiße Mia Smith. Ich habe Ihnen angerufen, weil Sie haben eine Registrierung bei Werbung gemacht. Es geht hier über Online-Investitionen, Online-Trading, erinnern Sie sich? Ja, ich weiß, dass ich mich angemeldet habe auf verschiedenen Seiten. Welches ist jetzt Ihre Seite? Forex Time heißt unsere Firma. Sie haben das bei unserer Partnerschaft Bitcoin Prime gemacht. Ja, gut, okay. Okay, ich bin Ihre Kontomanagerin und werde Sie da helfen, um das Konto zu aktivieren. Aber erstmal wollte ich Ihnen nur erklären, wie das geht, wie das läuft und danach, wenn Sie wollen, ein Konto öffnen. Ja, verstehen Sie? Eventuell ja. Okay, danke sehr. Erstmal, wir sind ein lizenzierter Unternehmer mit 12 Jahren international arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten arbeiten. Er hat 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mit Ihnen es wird die Arbeit einfach machen. Als neue Kunde bei uns bekommen Sie natürlich auch einen Bonus von unserer Seite. Sie können Ihren Account aktivieren ab 250 Euro und Sie nehmen von unserer Seite 50% Bonus. Es heißt, 250 Euro lassen Sie bei Ihrem Konto als Guthaben und Sie nehmen von unserer Seite 125 Euro geschenkt. So, falls Sie mit 500 Euro einsteigen, dann kriegen Sie von unserer Seite 250 Euro. Das Zahlungsmethode, es geht mit einer Kreditkarte und Online-Banking. Sie haben die Möglichkeit bei uns testen, unsere Arbeit testen in 2 Wochen. In 2 Wochen wird die Kapital verdoppeln. Wenn Sie zufrieden mit dem Ergebnis sind, Sie können das weitermachen. Wenn Sie nicht zufrieden mit dem Ergebnis sind, Sie können Ihr Geld zurücknehmen. Das ist gar kein Problem. Sie haben jederzeit Zugriff bei Ihrem Konto, das Geld wiedernehmen. Verstehen Sie? Ja, aber Sie sagten, ich kann in 2 Wochen kann ich etwas testen. Warum nicht erst, warum in 2 Wochen?
Es geht so, weil in 2 Wochen wird das Kapital verdoppelt oder 1 Woche. Aber Sie haben das Möglichkeit bei uns zu testen. In 2 Wochen oder 1 Monat oder 1 Woche. Und Sie Augenblick, können das in 2 Wochen oder für 2 Wochen? In 2 Wochen. In 2 Wochen, das heißt, ich kann dann irgendwann Mitte März handeln. Wie bitte nochmal? Dann kann ich ja erst irgendwie Mitte März handeln. Ja, wenn Sie wollen, mehr zahlen und wenn Sie nicht wollen... Verstehen Sie gar nicht, was ich sage? Also wenn ich... Sie sagten in 2 Wochen. Das heißt im Prinzip, erst Mitte März kann ich dann bei Ihnen handeln. Ja. Ja, warum könnte ich nicht gleich bei Ihnen handeln? Erstmal, es geht nur so, mit 250 Euro... Nein, darum geht es doch jetzt gar nicht. Sie sagten, es geht erst in 2 Wochen. Sie müssen uns testen in 2 Wochen oder 1 Monat. Also darf ich mal ausreden bitte, wenn Sie Fragen stellen? Ja. Okay. Sie sagen, in 2 Wochen oder in 1 Monat kann ich dann testen. Ja. Was wenn Sie wollen, Sie können auch testen mit den 250 Euro und in 2 Monaten, verstehen Sie? Ja, warum? Oder 3 Monate. Und warum kann ich nicht gleich testen? Warum muss ich so lange warten? Ja, aber erstmal, wir müssen das Konto aktivieren. Danach werden Sie mit einem Finanzexperten verbinden und er mag das weiter, verstehen Sie? Ja, aber ich glaube, Sie verstehen kein Deutsch. Sie sagen, ich kann in einem Monat... Hallo, lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Meine Herren, Sie sagen, ich kann in einem Monat testen. Sie meinen sicherlich, für 2 Monate kann ich testen oder für 1 Monat kann ich testen und nicht in. Ja. Was meinen Sie jetzt, in oder für? Erstmal Entschuldigung, aber ich habe nur 6 Monate, das ist Deutsch... lerne, weil ich war bei dem Englischabteilung. Ja, aber rufen Sie dann in Deutschland an, wenn Sie gar kein Deutsch sprechen? Ein Moment bitte, weil ich bin bei dem deutschen Abteilung. Bei unserer Firma ist eine englische Firma, verstehen Sie? Und wir haben so Affiliate in Deutschland, Österreich, Italien. Okay, Spanien, okay. Wie war Ihr Firmenname dann bitte nochmal? Forex Time. Wie? Nochmal, könntest du es buchstabieren? Forex Time. Forex Time und dann .com.de. .com. Okay, gut. Das ist Ihre Firma. Ja. Ganz unter, Sie können auch das Lizenznummer, unsere Adresse und alles schauen. Ja, gut. Da kommen wir gleich zu. Okay. Sie sagen... Ihre Firma ist schon alt und erfahren, oder? Ja, 12 Jahre. 12 Jahre? 30 Jahre, ja. Ah ja, okay, gut, okay. Gut. Wenn Sie mich nicht verstehen, ich kann auch mit einem Finanzexperten, das Deutsch ist, und er kann Ihnen das wieder erklären, wie Sie wollen. Ja, von mir aus, wenn Ihr Deutsch nicht dafür ausreicht, dann reicht Sie mich an. Okay, dann... Können Sie bitte mir warten, nur einen Moment, nur eine Sekunde und ich... Okay, einen Moment bitte. Ja. Jo, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Hier spricht Andreas Ulf, ich bin der Manager bei Deutscher Abteilung. Spreche ich mit Herrn Löwen Geier? Ja, ist richtig. Schön, Sie zu erreichen. Wie geht es Ihnen erstmal? Danke, gut. Super, freut mich. Okay, gut. Also die Assistentin hat versucht, Ihnen zu erklären. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht alle Informationen gekriegt haben oder... Ja, sie hat sehr schlecht Deutsch gesprochen. Sie sagt immer, ich könnte in einem Monat testen. Okay, ich werde Ihnen auf jeden Fall von Anfang alles erklären. Bevor ich anfange, wollte ich kurz fragen, ob Sie... früher eine Erfahrung gehabt habe mit Online-Trading oder es ist das erste Mal für Sie? Ja, ich habe mal Aktien gekauft vor langer Zeit. Bei der Bank oder online? Also in die Börse? Bei der Bank. Also bei der Bank, okay.
Dann werde ich in 2-3 Minuten kurz alles erklären. Erstmal die Forex Time, es ist eine lizenzierte Unternehmer mit langer Erfahrung international, über 13 Jahre. Wir sind lizenziert beim FCA, das sind die Finanzbehörden in Großbritannien, gleich wie BaFin in Deutschland, die Sie bestimmt kennen. Also die Kunden haben die Möglichkeit, bei uns über 2000 verschiedene Märkte einzusteigen, wie Forex-Bereich, wo sind die Währungen. Dann kommen natürlich die Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu und so weiter. Dazu gehört natürlich auch die Rohstoffe, also Brent Oil, Crude Oil, Kaffee, Natural Gas und so weiter. Dann haben wir den Aktienbereich, wo die großen Unternehmer dazugehören, wie Lufthansa, Mercedes-Benz, BMW, BioNTech zum Beispiel. Und also es gibt mehrere praktisch. Und am Ende haben wir auch Indizien. Ne? Was noch wichtiger ist, die Kampagne bietet Ihnen zur Verfügung noch eine Finanzexpertin mit langer Erfahrung in diesem Bereich, circa 10 Jahre, die den Titel Doktor hat in Kryptowährungen und Rohstoffe. Er wird Ihnen natürlich die Plattform vorstellen, die nötigen Informationen mitzuteilen, kostenlos, und natürlich wird Ihnen auch weiter begleiten, damit Sie Ihr Account schnell entwickeln im positiven Bereich. Ne? Ja. Die Operationen haben Sie die Möglichkeit, zusammen mit dem Experten durchzuführen. Oder falls Sie vielleicht beschäftigt sind oder nicht so viel Zeit haben, dann könnte auch gehen, dass die Finanzexperte Ihr Account übernehmen kann. Und Sie können mit Ihnen natürlich also 2 oder 3 Mal pro Woche telefonieren. Ne? Ja. Also immer mit dem Termin, Termine vereinbaren. Also wir machen so, sobald die Kunde seinen Account aktiviert hat, wir fangen erstmal mit einer Kontoausprobierung. Kurzfristig natürlich, also die Kunde schaut selber, wie bei uns läuft. Wird auf jeden Fall ein bisschen lernen bei uns, also Informationen sammeln und schaut eine Entwicklung von seinem Account. Ne? Dann natürlich dazu gehört auch die Finanzpläne, die wir natürlich langfristig mit dem Kunden professionell verfolgen werden. Und alles kriegen Sie natürlich kostenlos von unserem Team. Ne? Mhm. Das sind erstmal die sage ich mal, die nötigen Informationen von den Kunden. Ne? Falls Sie Fragen haben, dann gern können Sie stellen und ich höre zu. Ja gut, Sie sagten, Sie sind reguliert irgendwo? Ganz genau, beim FCA. Und Sie rufen ja mit einer deutschen Telefonnummer an. Das heißt, Sie ganz haben... Ganz genau. Und darf ich zu Ende reden, bitte? Ja. Sie haben also Filialen in Deutschland, richtig? Ganz genau. Wir haben ein kleines Büro, aber der Hauptsitz von Unternehmer liegt in Großbritannien. Ne? Und dann sind Sie jetzt in Deutschland nicht registriert und reguliert? Nein, also nochmal, dem Hauptfilial, ne, dem Hauptsitz von der Unternehmer steht in Großbritannien. Wir arbeiten international, wie Frankreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Spanien, Norwegen, Finnland zum Beispiel, Holland und so weiter. Und wir sind lizenziert beim FCA, weil dort gehört natürlich auch dem Hauptsitz von der Kampagne. Mhm. FCA sind die Finanzbehörden, gleich wie BaFin in Deutschland. Ja, unter welchem Namen sind Sie da reguliert? Von Forex Time. Forex Time Limited. Forex Time, ganz genau. Wir haben auch unsere Webseite. Ich weiß nicht, ob die Assistent Ihnen geschickt hat vielleicht. Nee, aber ich hab's soeben überprüft. Sie sind nicht registriert bei der bei der FCA. Eigentlich schon. Nein, also sind Sie, darf ich ausreden? Ja. Forex Time Limited mit der Referenznummer 600475. Da ploppt gleich ein Fenster auf. No longer authorized. Also Sie sind nicht länger dort reguliert. Wo schauen Sie das? Auf der Webseite der FCA. Ja, aber Sie sollen nicht also da... Doch, genau da prüfe ich. Genau da prüfe ich. Nein, nicht unbedingt, weil dort doch, steht... Doch, genau da überprüft man. Genau da überprüft man als Anleger, ob eine Firma reguliert ist. Und Sie sind es nicht. Ich meine, also die Kampagne heißt Forex Time. Wenn Sie bei unserer Webseite gehen, Sie können also ganz unten, schauen Sie die Lizenznummer, die Adresse und alles steht dabei. Ja gut, ich habe Sie doch gefragt und Sie haben gesagt, ja. Sie sind und mit Forex Time Limited bei der FCA reguliert. Ganz genau. Ja, und Webseite. Nein, ich gehe nicht auf Ihre Webseite, ich möchte die Nummer wissen.
Ja, dort steht die Lizenznummer. Bei der Dann sagen Sie also, sie mir doch einfach. 777-911. 777-911? Dreimal die 7-911. Okay, dann suchen wir danach. Ja, also wir können auch gleich also suchen, aber... Nö, gesagt, ich suche also, gleich. Ich mache das sofort. Also, okay. Können Sie es versuchen? Kein Problem. Eigentlich, was noch wichtiger ist, ich wollte Ihnen Bescheid sagen, bei uns funktioniert ein bisschen anders als mit Aktienbereich bei den Banken, ne? Ja, ich weiß, also die Investitionen aber darum geht es jetzt auch gar nicht. So, also unter welchem Namen sind Sie unter dieser Nummer registriert? Forex Style. Nein, stimmt nicht. Die 77911 ist nicht bei der Forex Time registriert. Also, können Sie mir jetzt Bescheid sagen also, oder anschauen in Ihr PC vielleicht, wo Sie es suchen werden? Als ja, Person, kann ich Ihnen sagen, bei der FCA. Haben Sie den Kontakt per WhatsApp mit dem Assistenten? Nein. Nein, okay. Dann werde ich Ihnen kurz also per WhatsApp schreiben und können Sie mir ein Foto senden. Okay? Ja, können Sie gerne machen. Ich nutze gar kein WhatsApp. Nutzen Sie kein WhatsApp? Also, nein. Aber haben Sie eine E-Mail bestimmt? Ja, schon, aber ich brauche Ihre E-Mail gar nicht mehr, weil ich weiß, dass Sie gar nicht unter der Regulierung sind. Also Herr, bitte. Das ist kein Spaß. Nein, natürlich nicht. Genau das ist kein Spaß. Also Sie machen einen Fehler. Ich weiß nicht, wo Sie jetzt ja, ich weiß aber, wo ich überprüfen kann. Ich bin erfahren, ich weiß genau, wo ich überprüfen kann. Unter Forex Time sind Sie unter einer anderen Nummer registriert. Diese Nummer, die Sie mir gerade angegeben haben, ist für eine ganz andere Nummer. Für eine ganz andere Firma. Okay, kennen Sie die Applikation AnyDesk? Jetzt kommt die AnyDesk-Story. Ja, kenne ich schon. Okay, also das ist eine Applikation, die wir in Verbindung setzen können und dann sage ich, ich kann sehen, was Sie suchen oder was Sie geschrieben haben dort, okay? Das könnten Sie. Okay, dann können Sie mir kurz die neue Nummer geben, bitte? Nein. Wieso? Weil ich keine Betrüger auf meinen Rechner lasse. Also, es hat nicht um Betrügerei zu tun. Doch. Bitte. Vorsichtig mit den Wörtern, weil... Ganz vorsichtig. Ich weiß ja. Ganz genau, dass Sie eine Betrügerfirma sind. Absolut nicht. Und doch. Wenn Sie nur einmal das sagen, dann ja, was soll dann? Ich sofort den Anruf beenden. Und ja, dann Anzeige von uns. Ja, gut, kein Problem. Kein Problem. Machen, machen Sie einfach eine Anzeige. Bin ich sehr, nicht, da freue ich sagen, mich sehr drüber. Da freue ich mich sehr drüber, wenn Sie mich anzeigen, weil dann weiß ich Ihren realen Namen. Ich weiß, ich habe schon öfter... Mein Name ist Andreas Sulz. Das interessiert mich gar nicht, das ist sowieso ein Fake-Name. Nein, absolut nicht. Doch, natürlich. Möchten Sie vielleicht auch meine Ausweis und Reise bei sehen, oder? Nein, das ist ja auch nur alles Fake. Wie Fake? Ich Herr, also, ja, es ist Fake. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, natürlich habe ich keine Ahnung. Völlig klar. Sie wissen gar nicht, wie oft ich solche Firmen wie Sie schon am Telefon hatte. Interessiert mich nicht eigentlich. Ja, sehen Sie, mich interessiert es aber. Machen Sie eine Anzeige, kein Problem. Haben Sie Interesse? Machen Sie einfach eine Anzeige. Ich habe vor allem Interesse, Betrügerfirmen online zu stellen bei YouTube, dass Sie sehen, dass andere Leute sehen, was für eine Betrügerfirma Sie sind. Zeigen Sie mir bitte, ich habe die NIDES dabei, wir können kurz die Verbindung setzen. Und dann kann ich haben Sie es immer noch nicht verstanden? Ja, bitte? Sie haben es immer noch nicht verstanden, ne? Ich verstehe nicht, weil Sie sagen, ja, das was Sie möchten, aber das gibt Ihnen kein Recht dafür. Doch, natürlich. Entweder habe keine ich, Ahnung, oder ja, suchen Sie etwas. Oder Sie sind ein Betrüger, richtig. Absolut nicht. Ich sage, Sie absolut sind ein Betrüger, zeigen Sie mich an. Jetzt werde ich den Mann sofort beenden. Ja, natürlich, klar. Anzeige von uns. Ja, da also, warte ich drauf. Ich freue mich drauf. Okay. Ich freue mich wenn drauf. Wenn Sie Spaß haben möchten, dann gehen ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Ihre Anzeige, die sowieso nicht kommen wird. Spaß haben, ne? Ja, nein. Ich habe Spaß daran, Betrüger online zu stellen. Okay, gehen Sie vor dem Recht und dann schauen wir weiter. Ja, genau. Das machen wir. Sie zeigen mich an
Und dann sehen wir das, ob wir überhaupt vor Gericht kommen. Viel Glück davon, ne? Sie sind so, ja. So ein dummer Betrüger. Sie glauben gar nicht, wie oft ich Anzeigen angedroht bekommen habe. Es ist nie eine gekommen, weil Sie Betrügerfirmen sind. Sie sind einfach Betrüger. Mir nochmal. Sie sind einfach Betrüger. Ja, natürlich. Nein, das heißt nicht Kunden, das heißt Opfer. Das heißt Opfer, die Sie betrügen. Absolut. Opfer heißt das. Das ist etwas anderes. Und, Opfer heißt das. Was Sie machen in Ihrem Leben, das ist, also interessiert mich überhaupt nicht. Ja, genau. Okay? Und mich interessiert nicht. Aber, bla bla bla. Zeigen Sie mich einfach an. Wir klären das dann vor Gericht. Kein Problem. Ich sage Ihnen kein Problem. Aber ich gebe Ihnen die Chance nicht, nein, dass Sie. Ist wunderschön. Zu verlieren, weil es geht um Geld hier. Doch, natürlich. Ich habe dadurch, dass Sie mich anrufen, haben Sie schon Zeit verloren. In der Zeit können Sie keinen anderen betrügen. So einfach ist das. Also, Sie können auch gerne noch weiterreden. Je länger Sie reden, desto weniger Zeit können Sie bei andere Leute machen. Ja, natürlich, natürlich. Ich auch. Machen Sie die Anzeige. Zeigen Sie es der Polizei. Machen Sie, kein Problem. Alles Gute. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich drauf.